Shahidi. Nein, Shahidi. Gucken erstmal hier Shahidin. Shahidin mit Mark Eggers. Internationaler Erotikstar Shaden Rope. Amazing. Oh, okay, immer. Quickie. Yes. Cool. Yes. Dippy. Ich denke, ich werde dich kurz hochheben. Halt mal kurz. Schaust du Erwachsenenfilme? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Straßenumfrage. Und zwar, ihr habt es im Namen des Videos schon gelesen. Schaut Deutschland Pornos. Ich befinde mich mal wieder in der Frankfurt-Innenstadt und ich werde das Video nicht alleine drehen. Ich habe mir wirklich eine Expertin heute hier nach Köln bestellt. Sie kommt jetzt an meine Seite. Die einzigartige, unverkennbare Shaden Rogue. Hä? Ist das schon der zweite? Nico hat sie auch schon geküsst. Shaden, falls der ein oder andere dich noch nicht... Hä, wie weird, das passt doch gar nicht da rein, hä? Danach geht's so weiter. Rogue. Shaden, falls der ein oder andere dich noch nicht kennt, warum bist du denn die beste Expertin, die ich mir heute an die Seite hätte holen können? Weil ich natürlich Pornos drehe. Ach so. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Perfekt. Hab ich mir noch nie angeguckt. Magst du deine Seiten? Puck, aber ist ja kein Thema. Das macht gar nichts. Freust du dich auf die Umfrage? Ich bin richtig hyped, ich hab übelst Bock. Ich hab auch übelst Bock und das liegt nicht nur an der Umfrage. Ah, chill. Wir fangen jetzt an, starten jetzt, oder? Wir starten. Shaden Rogue, Mark Eggers, wir gehen jetzt los. Schaut Deutschland Pornos, auf geht's. Sie sucht noch einen Drehpartner, Digga. Ein Dream, Hummer. Perfekt. Entzündet den Tornado. Der zieht direkt durch, guck mal. Da kennt er nichts. Aha. Schaust du so Pornos, jetzt mal ehrlich? Ja, klar. Täglich? Nicht. Nee, Antwort im Auto. Da kennt er nichts. Schaust du so Pornos jetzt? Ja, klar. Mal ehrlich? Ja, klar. Täglich? Fast. Nicht täglich. Aber schon so alle zwei Tage. Ja, ja. So klar. Schon rein, ne? Können wir nicht lügen, hör mal. Hast du sie schon mal gesehen? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich hab... Warte, wo war sie jetzt das erste Mal? Ah, in Nikos Livestream, glaube ich. Und in der Nacht. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich früher schon mal... Weiß nicht, bestimmt. Das ist, internationaler Erotikstar Shaden Rogue. Amazing. Oh, okay, hör mal. Ich denke, man kann es so sagen. Könnte man vielleicht so sagen. Ich muss auch dazu sagen, ich gucke keine deutschen Pornos, ne? Weil da fucking Team mich immer ab, die sagen, oh ja, die sind immer am Labern und so weiter. Redest du viel bei dir? Nee. Weil also deutsches Quatsch. Nee, das ist mehr so. Alter, das fällt dann voll ab. So, das ist nicht cool. Wie cool. Redest du viel im Porno? Nee, bei mir ist eher so. Das ist nicht cool. Was sind so die Dialoge, die du führst? Ja, so viel sage ich da nicht. Was wäre so der Lieblingsdialog? Wollt ihr einmal vorspielen? Ich glaube, wir würden gar nicht richtig sprechen. Ich glaube, wir würden uns unterhalten. Erstmal normal so. Hat das der Typ Mann, den Shaden Rogue auch privat? Nee, aber das war schon so, die Art hat schon wieder gemacht. Amazing. Oh, okay, immer. Hast du hier noch irgendwie? Kann sein. Marc. So, ich dachte schon, er küsst jetzt wieder, ne? So Flecken hier, damit du mich berührst. Oh, okay. Schaust du dir Serien auf Netflix an? Jo. Guckst du Disney Plus? Nee, aber ich guck Prime und das eigentlich ab alles, was ich so mache momentan. Okay, auch bei Pornhub unterwegs? Ab und zu? Ja. Ab und zu. Was gönnst du dir da so, wenn ich fragen darf? Guck mal, er hört Pornhub, kommt direkt reingelaufen. Hab ich hier gerade Pornhub gehört? Hallo. Was gönnst du dir da so? Ja, also mal mit ein bisschen mehr oben, mal mit ein bisschen mehr unten. Was sind das denn für Antworten? Mehr Bauch oder was? Ja, mehr hier. Ah, okay. Mehr hinten halt. Wie alt sind die? Schaust du Erwachsenenfilme? Alter, 26? Was sind für dich denn Erwachsenenfilme? Es geht halt schon. Aber sie können doch 20 sein. Schon um Filme für 18 plus. Ja. Schaust du? Ja. Darf ich fragen, was du dir am liebsten anschaust? Keine Ahnung. Frauen sagen immer, dass die Dings, Frauen gucken nur. Frauen gegen Frau, also Schere und so. Bin ich ehrlich, ich habe keine Favorites. Bei mir ist auch unterschiedlich. Wenn ich weiß, was Schere ist, hier. So, das sind Beine. So. Ja. Aber ich drehe die auch selber. Ah, cool. Oh, okay. Super. Willst du auch mal mitmachen? Ah, nee, ich glaube nicht. Ich muss nicht so weit. Ich habe nur mitgelesen kurz, was da steht. Liebe Grüße von Marc, ja? Frankfurt ist safe, BBC. Das würde mich voll interessieren, Digga. España ist in der Haus. Si. Quickie. Si, yes. Yes. Tippi. ¿Qué es eso? ¿Seso? ¿Qué es? Tippi. No siento. No te entiendo. Ah, alleine zu Hause nur am gucken, wenn der Mann nicht da ist, ne? Ja, alles gut. So, wer von euch schaut Pornos? Na, Haram.
Einmal winken, wer Porno schaut. Einmal winken. Schaust du Porno? Macht er gut. Nein, ich bin eine sehr ehrliche Person. Ich gucke keine Pornos. Oh, okay. Ich denke, ich werde dich kurz hochheben. Halt mal kurz. Hä? Das ist schon wieder ein Traum, oder? Der Marc Egger ist einfach ein Frauenheld. Hast dich sicher gefühlt? Ja, auf jeden Fall. Hi, wie geht's? Gut, und selbst? Sehr gut, sehr gut. Du bist sehr hübsch. Du auch? Danke. So, Frage. Ich habe letztens zu einer gesagt. Erwachsenenfilme. Was ist mit Erwachsenenfilmen gemeint? Dippi, dippi. Naja, komm, ne? Weißt du. Komm schon, Mädels. So, was gemeint ist. Wisst ihr doch. 18 plus, ja? Ey, das ist nice, weil die meisten Frauen, die sagen nein. Ich denke, das ist größtenteils gelogen, aber. Ich glaube auch. Seid ihr ein Paar? Ich will wissen, was die gucken, Mann. Schaut ihr euch Erwachsenenfilme an? Ja. Ja. Durchaus schon. Also ihr wisst, was wir meinen. Pornos. Ja. Auch zusammen? Ja, sowieso. Warum? Zusammen? Seid ihr in Beziehung? Okay. Zusammen weiß ich nicht. Zusammen ist weird. Oder? Auch dann einfach Pornos zusammen. Ja, warum denn nicht, ne? So Filme ab 18. Nee. Gar nicht. Nee. Bei Frauen, ihr guckt euch keine Pornos an. Nee. Nie. Ich guck keine Pornos. Wie viel Prozent der Frauen denkst du masturbieren? Ey, also schon. Boah, schon. Ich glaube, viele. Spür mal ein bisschen vor. Boah, guck mal, ja. Guck mal, wie gut sie das macht. Guck mal, schneid dir mal eine Scheibe ab später. Also ein Pärchen weiß ich nicht. Ich glaube, bei Frauen ist so viele, die. Das Ding ist, man kann einfach Gitarre spielen, wo man will, wann man will. So. Und es ist ja bestimmt richtig geil. Und da braucht man nicht unbedingt einen Film. Als Mann, Digga, hast du da ein trockenes Stück Fleisch in der Hand? Weiß ich nicht so. Also Frauen machen, glaube ich, auch viel auf Gedanken einfach, so in der Dusche oder was weiß ich. Oder so ein bisschen, ein paar Songs spielen mit der Gitarre. 90%. No. Ja. 90%? Ja. Oh, okay. Spielen unten mal Gitarre oder was? Ja, Marc! Marc! 90% meinst du? Gitarre, merkt ihr selber. No. Ja. 90%? Oh, okay. Spielen unten mal Gitarre oder was? Ich sag so gute 80%. Schaust du dir Erwachsenenfilme an? Lüg nicht. Ich muss los, ne? Ja, komm. Also bei Männern ist, ich glaube 99%, oder? Das macht jeder. Hey, wir kommen aus da. Nähe von Stuttgart. Nähe von Stuttgart. Aus Aalen kommen wir. Cool. Aus Aalen. Guck mal, da Pornos in Aalen. Pornos? Hin und wieder. Guckst also, du? Ich persönlich jetzt nicht so viel. Aber Freunde von dir, ne? Aber Freunde bestimmt, denke ich jetzt mal. Also, das sind immer die anderen, ne? Ja, ja, klar. Ja. Bist du bekannt oder berühmt? Ich weiß nicht. Oder in der Branche so zum Scheiden. Genau, ja. Man kennt sie in der Branche, ja. Okay. Sie hat ein Eisimperium. Ein Eisimperium? Ja, ah, Stracciatella, okay. Banane. Schaust du dir Pornos an? Nein. Gar nicht? Nein. Ja, also ich habe schon mal Pornos gesehen, aber... Natürlich habt ihr schon mal ein Porno gesehen, ist ja klar. Also noch habe ich keinen Gefallen dran gefunden. Die tun es, als ob das ein Verbrechen ist oder so. Ich kann es gar nicht sagen. Dreimal also einfach mal zu mir und dann gucken wir mal, was dir gefällt. Ah. Ja, also von mir aus, ich bin dabei, weißt du doch. Leute, ihr habt mich oft danach gefragt, bitte Marc, hau mal wieder einen Rabattcode raus für das Setz mir Haber. Oh, yes. Ich habe mir überlegt, so ein ganz normaler Code, das ist doch viel zu langweilig. Ja. Ich habe ja des Öfteren die Damen mal gefragt, wie wichtig ist euch denn die Größe bei Männern? Und jetzt werde ich gleich mal die Shaden fragen, wie wichtig ist dir denn die Größe und die Zentimeteranzahl, die sie jetzt gleich sagen wird, so viel Prozent bekommt ihr einfach Rabatt? Ach so. So einfach ist es. Ich hoffe wirklich, sie steht nicht auf Große. Wir machen das jetzt, komm, komplett real, sie weiß nichts. Wie wichtig ist dir die Größe bei Männern? Weiß nicht, worum es geht, du musst mir jetzt nur sagen, wie viel Zentimeter für dich perfekt wären. Ich würde tatsächlich sagen, so zwischen 17 und 18. Leute, ihr kriegt 18% auf das Haarwachs mit dem Code MARK18. Sehr. Die Leute kriegen jetzt so viel Prozente auf das Wachs, wie du die Größe gut findest. Hätte ich mal 5 gesagt, oder? Ja, wäre es für uns gut gewesen. Mein Geschäftspartner wird mich eh auseinandernehmen und sagen, Digga, du kannst doch nicht einen Rabattcode verteilen nach deiner Größe. Doch, aber kauft das Haarwachs. Kennt ihr sie? Habt ihr sie schon mal gesehen? Ja, also ich hab mal reingeguckt. Da fehlen mir 15. So, und zu schon so, ne? Aber eigentlich haben wir es nicht so nötig. Wir fragen nur die Leute, ob sie Porno schauen. Of course. Of course? Ja, klar. Ja. Of course. Ja. Ey, du bist einer der wenigen. Ich dachte gerade, er kann nur Englisch, ne? Of course. So, ne? Aber eigentlich haben wir es nicht so nötig. Wir fragen nur die Leute, ob sie Porno schauen. Of course. Of course. Of course. Ja, klar. Ja. Ja, ey, du bist einer der wenigen, also, der ist einfach... Also warte, ich hab jetzt, private stuff, aber ich bin jetzt auf jeden Fall glücklich vergeben, also weniger Content jetzt, den ich konsumiere oder gar nicht, aber... Nicht, dass das Ärger gibt von der Freundin, wenn nein, du heimlich... Nein. Guckst du, guckt man in der Beziehung Pornos? Also, ich habe eine Freundin gehört, bin schon irgendwie wieder traurig jetzt gerade. Guckst du selber Pornos? Nein. Ja, doch, na klar. Ja, mal gucken, was die Arbeitskollegen machen. Genau, die Kollegen, ja. Ja, doch, na klar, doch.
Was mit dir? Ja, ehrlich gesagt, ich liebe den Scheiß. Nein, so, was soll ich jetzt? Wenn ich hier schon die Leute frage, kann ich auch mal eine ehrliche Antwort geben. Schaut ihr Erwachsenenfilme? Das wird sehr gut. Was war deine Antwort? Lance Dank von Prime. Ja, doch. Was mit dir? Ja, ehrlich gesagt, ich liebe den Scheiß. Ich liebe den Scheiß, danke, hä? Nein, so, was soll ich jetzt? Wenn ich hier schon die Leute frage, kann ich auch mal eine ehrliche Antwort geben. Schaut ihr Erwachsenenfilme? Okay, was verstehst du unter Erwachsenenfilme? Quickie, quickie. 18 plus, auf Pornhub zum Beispiel. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Schönes Pärchen. Plattformen. Wie seid ihr dazu eigentlich? Schöne Frau. Gestellt? Also persönlich, ich gucke es selber nicht, aber ich, Cordula. Ich bin sehr open-minded, wenn open-minded. Personen das gucken möchten oder Spaß daran haben. Ihr seid oder, verheiratet oder? Wir sind Partner. Möchtest du auch auf das? Nee, das ist kein Thema, was mich betrifft, glaube ich. Bert, Berti. Man erkennt's, der Eggers heute hier, in der Ola Kalaya. Einfach Bert. Nee, das ist kein Thema, was mich betrifft. Verheiratet oder? Wir sind Partner. Partner. Bert. Nee, das ist kein Thema, was mich betrifft, glaube ich. Man erkennt's, der Eggers heute hier. In einer Ola Kala-Jacke am Start. Ich verlinke es auch. Grüße gehen raus an Nico. Wirklich, einer der geilsten Lederjacken. Das ist Kunstleder. Fittet extrem nice. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Wie findest du sie? Ich finde die sehr, sehr gut. Aber ich finde Ola Kala sowieso sehr nice. Perfekte Werbung. Machen wir. Nico, hier ist verlinkt unten in der Infobox. Diese, guck mal, die sind eingeschüchtert. Komm mal mit rein. So machst du das, ne? Wie lange hat sie denn noch ihren Kaffee? Der Kaffee ist einfach nur Accessoire, damit sie nicht so rumsteht wie Falschgeld. Ich glaube, der Kaffee ist schon längst leer und kalt. Also eins von beiden. Wer nicht? Ne? Wer nicht? Schon mal gesehen? Schon mal gehört, ja genau, ja. Bei InScope. Ah, aber nicht auf irgendwelchen anderen Seiten, nein, oder was? Natürlich nicht. Wir sind jetzt am Ende der Straßenumfrage. Und zwar haben wir die Leute gefragt, schau dir Pornos. Was sagst du? Wie hat's dir gefallen, Jaden? Sehr gut. Die waren manchmal ein bisschen verklemmt, aber ich kann es auch verstehen. Was schließt mir draus? Die Leute schauen, glaube ich, Pornos, aber haben keinen Bock, es zuzugeben. Genau, ja. Jaden Rowe, unten verlinkt in der Infobox. Wir werden alles verlinken, was wir verlinken können von dir. Checkt sie aus. Mein Name ist Marc Eggers. Meinem Gast gehört immer das letzte Wort. Das heißt, du darfst das Video jetzt beenden. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. War mir eine große Ehre. Danke. Ich sag mal Folgendes. Wir zwei sind bald in Kapstadt. Das wird wieder, also... Nicht nur wir zwei. Ja, na klar. Nico ist da, Ron ist da, Revi ist auch dabei, Revi natürlich auch. Ich glaube, wir sollten jetzt was starten. Oh, okay. Die gehen zu fünft mit Jaden dann. Und gefühlt alle haben sich schon geküsst. Oh, nee, ich nicht. Ich will gar nicht nach Kapstadt. Wegen Kriminalität und so. Yeah.